Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Simse vor. Und wir sehen jetzt drei fröhliche Sims, einmal meiner, einer mit meinem Sohnemann und seiner Tochter, genau. Und ja, ich habe mich eine Weile vorgedrückt, aber in dieser Folge haben wir es soweit. Wir werden uns der Hauserweiterung widmen, genau. Dazu gehen wir in den Hausbaumodus hinein und da sehen wir sie drei, wie die Salzsäulen eingefroren, wie im Madame Tussauds hier in Berlin, dem Wachsfigurenkabinett. Lustigerweise, in dem ich noch nie drin war, weil ich der Meinung bin, dass die Preise dort total überzogen sind. Ja? Gut, wir machen mal die ganze Grütze, ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle werde ich es hier hinten machen. So viel, das weiß ich. Also ich werde es hinten machen. Oh, das klingt auch ein bisschen komisch. Ich werde es hinten machen. Alter, das wird Kommentare geben. Oh, der Exos, der macht es hinten. Ja, hat er gesagt. böse Falle. So, dann machen wir da erstmal alles nach vorne, bevor wir hinten machen können. Wir brauchen ja dann Platz hier hinten. Ich meine, so oft, wie ich das Wort hinten heute gesagt habe. Das geht gar nicht. So. Alles schön hier nach vorne klatschen hier. Das ganze Zeug hier. So. Einfach mal so wild hin. Irgendwo wird das schon da passen. Okay. Die Bar machen wir auch noch da vorne hin irgendwo. Gut. Na, hier können wir noch ein bisschen Platz machen. Weil ich echt nicht weiß, wo was hinkommt gleich. Ah. So. Da bin ich am überlegen, ob wir das ganze Haus etwas nach hinten ziehen. Um dieses eine Feld noch sozusagen. Mal gucken, ob das passt. Hoppala. Okay. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher, damit ich hier sehe, was ich mache. Die Büsche will ich da lassen. Irgendwas wollte jetzt nicht klappen. Ah, doch, hat er gemacht. Gut. Gut, dann haben wir schon mal das ganze Haus nach hinten ein versetzt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt wird es nämlich richtig friemelig. Folgendermaßen. Theoretischerweise können wir diese Sequenz hier rausnehmen, hier erweitern und hier einen Gang reinziehen. Das wäre der eine Gedankenweg, den ich hatte. Oder wir friemeln das hier einen Gang rein und machen das so, dass wir hier doppelseitig haben. Hat aber eben das Problem, irgendein Problem hattet ihr gehabt. Ich hatte das gedanklich schon durchgearbeitet, das muss ich überlegen. Obwohl, man könnte das machen. Aber man könnte auch hier weiter so ziehen. Ist alles nicht so einfach. Ja, wie macht man das am besten dummerweise? Sehr gute Frage. Dann haben wir ziemlich weiten Weg. Dann können wir den langziehen. Hat man hier Zimmer und da Zimmer. Jo, würde ich sagen, nehmen wir mal so. So. Zimmer. Grundstücksinformation. Faust verschieben. Genau. Das Ding hier raus. Dann können wir das mal drehen. Wo ist die Tür drinne? Ah, okay, da ist es. So, dann haben wir das auf der Seite, wegen den Fenstern. Und das machen wir mal auf der Seite. Genau. So, okay. Müssen wir echt doppelt und dreifach überlegen, das wird echt lustig. Einer hierhin.
schauen wir uns das mal an. Genau, da haben wir da die Fenster außen und da haben wir da die Fenster außen. So. Merkt ihr, wie die Musik kurzzeitig leiser wird und dann wieder lauter? Das ist seltsam. Sehr seltsam. Das ist Simsam. Das sind die Simsamen, ne? Kennt ihr die? So. Gut, da haben wir. Wenn ich das jetzt aber so mache, wie ich gerade dachte, ist auch ein bisschen blond. Wobei, ich müsste die drehen. Oh Gott, das wird echt lustig. Wir müssen die Fenster hier entsorgen. Die schönen, teuren Fenster. Naja, so schön und teuer sind sie dann auch nicht. Sieht man ja. So, dann kommt das Zimmer hier. Dort rotieren wir mal. Bäm. Dann kommt das Zimmer. Spielen wir jetzt so, ja. So, einmal hier hin das ganze Ding. Da hätte ich die Fenster rausnehmen müssen. Die Fenster. Da hat die Fenster gesagt und da kommen sie auch schon. Genau. Muss ja alles so ein bisschen seine Ordnung haben. Und ich habe fast die Befürchtung, dass wir 20 Minuten bauen hier ja nicht hinkommen. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Das heißt also, diese nächste Folge ist definitiv bauen. Hä? Jetzt wisst ihr, warum ich mich die ganze Zeit davor ein bisschen gesträubt habe. Weil ich ganz genau wusste, wenn ich anfange zu bauen, dann wird das eine Weile dauern. Ja. So, wollen wir das hier den Rand lassen? Oder ziehen wir das Ganze nochmal ein bisschen auseinander? Dass der Rand hier hinten komplett ausgeschöpft ist. Ich könnte natürlich da auch komplett Begrünung hier außen machen, dass das schicker aussieht. Ich glaube, ich lasse das so. Dann haben wir hier außen komplett Begrünung. Wenn man dann aus den Fenstern guckt, dann sieht man mehr Grün. Ist, glaube ich, gar nicht mal so grundverkehrt. So, jetzt werden wir hier einen Gang ziehen. Den machen wir dann so breit wie hier. Das hier hinter ist. Den ziehen wir eben mal so durch. Und dann machen wir dann Räume, sozusagen gespiegelte Größe, auf der Seite hin. Dann haben wir sozusagen jede Menge große Zimmer nochmal mehr. Das wären dann die einzelnen Kinderzimmer. Und wir haben dann nochmal zwei komplette WC-Einheiten mehr. Könnt ihr soweit folgen? Ne? Also so. Das haben wir dann also eine ordentliche Zimmeranzahl. Ja. Oder ich mache das Ganze verkürzt auf so eine Sequenz, dass wir hier reinziehen und hier reinziehen und hier so schräglich. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. das ist jetzt die Frage, die sich dann stellt, wie wir das machen. Das ist ja nicht so einfach. Aber auf jeden Fall, wenn wir es mal hier hin müssen, dann brauchen wir Wände. Wände und leere Zimmer. Raumtool. Hey, das ist das Raumtool. So, und dann da mal einmal hier. Ja. Wir könnten theoretisch aber erstmal bis hierhin machen. So. So. Nee, warte mal. Nee, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ihr stimmt was nicht. Ach. Bis hier hin oder bis da und dann schräg? B-
Bis dahin und schräg, würde ich sagen, ne? So? Das heißt einmal bis hier ran. Und bis so. Wäre eine Möglichkeit. Wie sieht's denn so aus? Schauen wir uns das mal an. Ja. Aber die Wand will ich ja rauskloppen. Nichts vorhanden zum Löschen. Haha, ja klar. Du bohrst die Wand. Ich merke das schon. Hä? Ja. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Kann man so machen. Oder so ähnlich. Ich bin gerade echt am Überlegen, der ganze Friebelei hier, wa? Jo, dann nehmen wir mal das hier. Dann wollen wir einmal von 1, 2, 3 wieder bis hier hin. Genau. Dann wieder dieses komische Wandtool. Bis hier hin. Genau. Dann nehmen wir den Pfeil, ziehen das hier einmal ran. Ziehen den hier raus. Und dann haben wir den auch. Auf der Seite. Oh yeah. Das wird aufwendig hier. So, das haben wir auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt stimmt. Sieht symmetrisch aus. Okay. Gut. Jetzt. Ich könnte natürlich auch nochmal hier Zimmer machen, dass die so sind wieder. Weil das war ja eigentlich ganz nett mit den Türen, wa? Ich glaube ja, das machen wir nochmal so. Genau. Genau, so machen wir das. Es war ja eigentlich nicht verkehrt. Jo, okay, passt, wackelt, hat Luft. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie teilen wir das dann da ein? Wie machen wir das? Ich weiß es noch nicht. Bin hier am Überlegen. Da machen wir jedenfalls keine Wände, sehe ich gerade. Keine Türen und so. Das ist ja komplett offen. Genau. So, auf jeden Fall. Wie machen wir das jetzt hier? Was bauen wir hier jetzt ran? Ich weiß es noch nicht. Oh Gott, das ist echt überfordernd gerade. Ich bin echt überlegen. Nee, überlegen bin ich nicht. Ich bin am Überlegen. Oh Gott, schon wieder dieser Spruch wieder. Also, wir könnten vorne nochmal Klos machen. Das wäre eine Überlegung. Ja, das ist eine gute Überlegung. Kann man machen. Und dann sehe ich, dass ich hier zum Beispiel Fenster habe, die da gar nicht reingehören. Die müssten wir dann auch rausmachen. Die schönen Fenster! Ja, Pech gehabt. Wir werden bestimmt noch einige Elemente haben, die da nicht reingehören da mehr. Aber sieht in Ordnung aus. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 haben die privaten Zimmer immer. 5 haben immer die privaten Zimmer. Das heißt einmal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und da bleibt einer über. Der ist blöd.
Das ist ganz blöd. Das ist richtig blöd. Das heißt dann einmal ein mehr. Ja, ich bin am überlegen. Komm auf keine Lösung. Ich habe aber gerade eine Idee. Ja, und die Idee machen wir. Ich weiß noch nicht genau wie. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Bis hierhin. Das auf der anderen Seite auch. Okay, haben wir. Und jetzt machen wir es einmal so. Ah, seht ihr? Ja, einmal so, einmal so. Wobei, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Ja. Nochmal überlegen. Will ich die in der Innenseite haben oder da? Also das wäre nochmal so angenehme Zimmer. Und das wird so ein geteiltes jeweils. Wobei... wie viel haben die denn immer? Ja, die könnten wir so machen. Dann hätte die Breite. Wir könnten das aber auch ein bisschen kleiner machen. Das ist dann auf der Seite ist das Bad. Das ist ein bisschen schmaler. Und das hier in der Mitte wird irgendwas lustiert nochmal. Wobei ich noch nicht genau weiß, was. Das hätte dann aber kein Fenster. Hätte kein Fenster. Tja, hätte kein Fenster. Machen wir mal so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann wird das hier nochmal ein Bad und das hier nochmal ein Bad. So, Bad Hersfeld. Oder so. Dann machen wir mal Türen. Die Türen machen wir eine hier hin, eine dahin. Und die hier lassen wir da und da oder da gegenüber? Ich weiß nicht. So, jedenfalls erstmal eine Tür. Das weiß ich. Die Tür. Die kommt. Ja, in der Mitte geht ja nicht. Die machen wir hier vorne rein. Genau. Nee, geht nicht. Weil. Ah, da stört das. Das ist blöd. Nee, dann kommt die Tür. Hier rein. Genau. Dann kommt die Tür da rein. Ist gar nicht so einfach. So. Genau. Dann haben wir die Tür da drin, ne? So, dann überlegen wir mal. Also vom Bad kommt auf jeden Fall die Tür dahin. Das kriegen wir dann auch nicht mittig hin. Wir machen die hier in den vorderen Bereich jeweils rein. Wollen wir mal schauen, ja. Damit die Wege dann nicht zu kritisch lang wären. So. Und die hier. Entweder lasse ich die hier reingehen. Oder doch hier auf der Seite. Aber ich... wir lassen sie hier reingehen, auf der Seite. Daneben oder so? So, wa? Ja. Wobei ich noch nicht mal weiß, was das werden soll. Ich weiß das noch gar nicht. Okay, wir könnten natürlich auch dieses Bad, so ein Wellnessbad machen und hier so leicht schräglich, wa? Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal, wie das aussieht. Jetzt wird es richtig frummelig. Das heißt, von hier an in... Ja, die Ecke will er gar nicht. Den Winkel nimmt er nicht. Nur wenn er den killt. So viel zum Thema Wellnessbad. Das will er gar nicht so machen. Nee, will er nicht.
Okay, dann nicht. War ein Experiment wert. Hat nicht funktioniert. Müssen wir durch. Gut, dann überlegen wir nochmal. Was können wir noch machen? Das wäre normale Zimmer. Wir könnten natürlich auch das hier wieder nach innen tauschen. Wo haben wir ein Sportzimmer? Hier. Das Sportzimmer nach außen. Das ist auch mal nicht so groß vom Inhalt wie ein Sohnzimmer. Aber symmetrisch ist der hintere Bereich jetzt nicht mehr, wa? Merkwürdig. Zwei große, ein kleines. Großes, ein kleines. Das heißt, das hier müsste theoretischerweise eigentlich in die Mitte. Und das einmal nach außen, damit wir wieder eine gewisse Symmetrie haben. Machen wir das mal. Bäm dahin. Das da. Bäm in der Mitte. Und das dann da. Dorthin. Dann passt das. Und wir sehen uns dann den komplizierten Hausausbau in der nächsten Folge wieder. Würde ich mal sagen. Bis dahin, Cheerio, ciao, ciao und bye, bye.